Nee. Dann wollen wir mal schnüffeln gehen. Wo ist das überhaupt? Unten? Wahrscheinlich. Sag mir nicht, die Tür ist offen. Mrs. Hudson ist nicht da. Okay. Ja, wir wissen's. Mrs. Hudson ist nicht da. Gewalt ist keine Option. Ich muss einen anderen Weg in ihre Wohnung finden. Ein Hinterzimmer. Toll. Oh nö, ey. Muss ich jetzt von draußen irgendwie da rein? Ich gehe besser nicht raus, sonst sehen mich die Journalisten. Das ist wohl wahr. Ah, über den Dachboden vielleicht? Nein. Ach, warte mal. Na, natürlich. Holmes, geh da rein. Ich bin ja so blöd. Wir hatten sogar schon das Vergnügen. Auf dem Balkon nämlich. Ja. Eieiei. Halle. Hopp. Boah, sportlich. Ja, und die Tür ist jetzt auf. Cool. Ach so. Sie können mehrere Dietriche gleichzeitig nutzen, um die Schlossscheiben anzuheben und das Schloss zu knacken. Okay. Warte mal. Nee, das reicht nicht. Dies reicht nicht. So, dies haben wir. Warte mal. Bestätigen. Ja, das ist klar. Wir können mehrere Dietriche, aber warum hält er den da nicht? Wenn ich jetzt hier 4 drücke, tut sich nämlich nichts. Wie soll ich denn jetzt hier 2 nehmen? Bestätigen. Wie soll ich das jetzt hinkriegen, dass er jetzt sich einen zweiten Dietrich nimmt? Sie können mehrere Dietriche... Ja, aber wie? Um die Schlossscheiben anzuheben und das Schloss zu knacken. Ja, das ist mir schon klar, aber wie wähle ich sie aus? Auswählen? Warte mal. Also die mittlere ist auswählen. Wollen Sie? Nein. Och, Kingers. Wieso? Ist jetzt meine mittlere Maustaste kaputt, oder? Auswählen. Das Rad. Moment, da müssen wir das anders machen. Wollen Sie diesen Abschnitt verlassen? Wird der Fortschritt? Ja. Optionen, Gameplay. Das wird es nicht. So wird gespielt. Aktionswahl. So, da haben wir es nämlich. Rennen, gehen. Detektivsicht, Visualisierungstalent, Perspektivenwechsel, Bewegen, Shift, Caplocks. Ja, super. Herleitungsbereich, Charakter wechseln, Hilfe, Rennen an, aus. Wie kriege ich das denn jetzt hier weg? Wie ändere ich das denn? Aktionswahl. Ich glaube nämlich, von meiner Maus ist die Taste kaputt. Huch. Weil es funktioniert nämlich nicht. Rennen, gehen, Notizbuch, Detektivsicht. Moment, ich probiere es nochmal. Ja, ja.
Super. Ich könnte kotzen. Mein Mausrad ist kaputt. Und somit kann ich dieses Rätsel gerade aktuell nicht lösen. Oh Leute, das kann doch nicht sein. Habe ich da noch eine Maus hier mit Kabel? Ach, Freunde, wartet mal eben. So, gut, dass ich so gut ausgestattet bin. Probieren wir es jetzt mal. Das funktioniert auch nicht. Ich habe jetzt eine Kabelmaus angeschlossen und drücke, ihr hört es, drücke das Rad, aber es funktioniert nicht. Ich hasse das. Ich hasse es. Left Shift. Oh, das. Ich könnte kotzen. Ich könnte so kotzen. Leute, ich könnte so kotzen. Warum muss man das so bescheuert erklären hier? Nein, du sollst Herrgott auswählen. Ja, und kannst du jetzt mal bitte? Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Ja, ja, ich weiß ich. Zum Schloss. Vor und zurück. Wieso? Herrgott, zum Schloss. So, das passt. Oh Gott. Kann es denn so schwierig sein? Herrgott. Hier einen halben Staatsakt rausgemacht. Sehr geehrte Dame, vielen Dank für Ihre letzte Hemdenlieferung für meine Cousine. Sie sind vorzüglich. Wie ich bereits erwähnt hatte, werde ich an diesem Samstag zum Hochzeitsfrühstück von sehr lieben Freunden gehen. Da muss ich umwerfend aussehen. Von daher müssen Sie mein Kleid bitte bis spätestens Freitag fertigstellen. Ich werde es dann am Montag abholen lassen. Alice hat die Maschine erst vor kurzem benutzt. Alice scheint hier in diesem Stuhl zu schlafen. So unbequem er auch aussehen mag. Hm. Oh, ein Tagebuch. Sie hat ein Geschenk für Kate. Sie hat sich an ihren Geburtstag erinnert. Frauen sind gut bei so etwas. Ja. Allerdings. Allerdings. Oh. Das ist ein Beruhigungsmittel. Na, dreh's doch mal. Oh. Geschmack prüfen, Geruch prüfen. Ja, Geruch. Geruchlos. Oh, Scheiße. Schmeckt sehr bitter. Geruchlos, schmeckt bitter. Das ist ein Schlafmittel. Oh nein! Holmes, schlaf mir jetzt nicht ein. Benutzt sie es oder verabreicht sie es dem Kind? Offenbar hat Alice seit längerem nicht mehr hier geschlafen. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Drehen Sie die Scheiben so, dass eine durchgehende Verbindung zwischen dem linken und dem rechten Ende des Schlosslabyrinths besteht und den Kasten öffnen. Fertig. Oh nein. Freunde, das wird jetzt dauern. Moment. So schwer war es dann doch nicht.
Meine liebste Alice, wenn du diesen Brief liest, bedeutet es, dass meine Krankheit gewonnen hat und ich nicht mehr unter den Lebenden weile. Sei bitte nicht traurig, Liebes, denn ich habe ein gutes und erfülltes Leben gehabt. Einzig der Umstand grämt mich, dass du jetzt ganz alleine bist und mit Gott weiß, wem wirst leben müssen. Bei einer unbekannten Familie. Ich habe kein Vertrauen mehr in staatliche Institutionen. Nicht nach dem, wie sie auf schändliche Art mit deinem Vater umgesprungen sind. Doch sei tapfer, mein lieber Engel. Du kennst das Geheimnis, das dich mit den Seelen der Toten sprechen lässt. Deswegen werden wir vielleicht schon bald wieder miteinander reden. Deine Tante. Eieiei. Alice verbrachte ihre Kindheit bei ihrer Tante, bis diese verstarb. Liebe Alice, ich musste gerade an dich denken und das hat mich an die Vergangenheit erinnert. Wie du ja weißt, mache ich mir so viele Sorgen. Jedes Mal, wenn du zu einer neuen Pflegefamilie geschickt wurdest, hatte ich gehofft, dass du glücklich würdest. Aber Menschen können grausam sein, nicht wahr? Es macht mich richtig wütend, wenn ich an dein damaliges Leben denke. So unglücklich in jeder neuen Familie, wie man dich kaum als Familienmitglied behandelt hat, sondern vielmehr als eine Dienerin. So musstest du viel Leid ertragen. Doch jetzt will ich dir mit der allergrößten Freude zum 21. Geburtstag gratulieren. Damit hast du es überstanden. Der ganze Schrecken liegt jetzt hinter dir. Du bist eine erwachsene, unabhängige und wunderhübsche junge Frau. Ich wünsche dir ab sofort das Leben, das du schon immer verdient hast. Mit all dem Glück, das nur irgendwie möglich ist. Deine Freundin Anna. Alice war bei keiner ihrer Adoptivfamilien glücklich. Oh, ein Schlüssel. Er steht früh auf, obwohl das Licht in seinem Zimmer für gewöhnlich bis in die Morgenstunden an ist. Er hat immer wieder Arbeit für ein Straßenkind. Ich glaube, der Junge heißt Wiggins. Sein Freund Dr. Watson ist immer in der Nähe. Sie scheinen sehr eng befreundet zu sein. Auch wenn er niemals mit der Polizei zusammenarbeitet, genießt er den Respekt von Inspektor Lestrade. Kate ist so reizend, so ehrlich und so naiv, aber Holmes verbringt keine Zeit mit ihr. Sie spioniert mir nach. Ein Schlüssel. Ein Wachszylinder. Okay. Wir machen heute eine extra lange Folge, Freunde. Jetzt will ich wissen, wie es hier weitergeht. Oh. Aber warum hat die eine viel schönere Wohnung als wir? Holmes? Statement? Ja, richtig schönes Zimmerchen hier. Hoppala. Sarah de Bouvier ist Alice' Mutter. Ach, herrje. Ein seltsamer Buchgeschmack. Ihr vollständiger Name lautet Alice Floella Hamilton. Eingesagt. Liebe Mrs. de Bouvier, ich wollte Sie informieren, dass ich Ihren Mietvertrag vorbereitet habe. Sie können ihn abholen, wann Sie möchten. Mir ist jeder Abend unter der Woche recht. Mrs. Hudson, Vermieterin. Sie hat den Nachnamen ihrer Mutter benutzt, um diese Wohnung zu mieten. Es wird immer skurriler. Hier wird schon wieder irgendwie geschlafen. Ach, das könnte für Kate sein. Schläft vermutlich hier. Ja. Holmes, du alter Klavinist, du. Hier tickt's schon wie... Ach, das ist eine Uhr, okay. Schön über zwei Etagen hier. Das ist eine richtig schöne Wohnung. Und ein Bau wie an der Wand. Oh, oh. Aber hat sie. Oh, entschuldigt. Dieses Schloss ist recht neu. Und ich hab den Schlüssel. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ach du Scheiße.
Freunde, hier werde ich jetzt definitiv mal Schluss machen, oder? Soll ich das einfach dann alles so lassen und dann schneiden? Ich lasse es alles an einem Stück, Freunde. Dann schneide ich es zurecht. Das ist derselbe Rollstuhl wie der auf dem Bild darüber. Ich wusste es, die Frau, die hat nicht mal alle Tannen auf der Nadel. Und das hier schlägt den fast echt den Boden aus. Louis Napoleon Bonaparte. Horace Verney, ein entfernter Vorfahre von mir. William Hamilton. Ich kenne ihn. Das war ein Bandit, den ich vor 20 Jahren überführte. Wachszylinder 8, 21 einsetzen. Wachszylinder einsetzen. Okay. William Hamilton, bist du da? Hörst du mich? Ich will, dass du was sagst. Vater, schön dich zu hören. Vater, sprich mit mir. Alice spricht mit ihrem Vater, William Hamilton. Oi, 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 oi. Zacharias Greystone. Sind Sie da? Hören Sie mich? Sie sind verhext. Sie leiden. Ich spüre Ihre Gegenwart. Tod wird niemals aufgeklärt werden. Er hat versagt. Sie werden nie das Licht sehen. Alice weiß von Zacharias Greystoke, dem Toten vom Bulls Club. Ich habe den Mordfall doch aufgeklärt. Die Frau wird mir immer skurriler. Es ist ja furchtbar. Zeitungsartikel. The Times. 27 Tote nach Massenselbstmord in Ceuta, Spanien. Im spanischen Ceuta wurden die Leichen von 27 Personen entdeckt, darunter auch 4 Kinder. Viele der Toten, die Mitglieder des Kultes Verehrung der Toten, hatten offensichtlich ein Getränk zu sich genommen, das mit einer tödlichen Mischung aus Cyankali und Beruhigungsmitteln durchsetzt war. Die Polizei konnte nur eine junge Frau namens Alice Floella Hamilton retten. Sie blieb zwar unverletzt, aber steht noch unter schwerem Schock, weswegen sie nicht in der Lage ist, Licht in die dunkle Geschichte zu bringen. Oh mein Gott, und wir haben oben von dem Zeug getrunken. Holmes! Guck, dass du sofort dieses scheiß Zeug wieder aus dir rauskriegst. Abraham Lincoln. Offensichtlich. Schau sich einer das hier an. Alice praktiziert Spiritismus. Ach, du Scheiße. Charles Darwin, englischer Naturalist und Geologe. Fertig, es ist an der Zeit zu gehen. Sicher? Hier gibt's irgendwie noch ziemlich viele andere Sachen. Aber gut, die interessieren uns nicht. Und die Musik, die macht mich kirre. Als wenn da gleich irgendwie so ein Clown aus der Ecke springt. Huah! Oh, alter Schwede, ich hab mich erschrocken vor diesem scheiß Schatten. Zu. Möchtest du nicht hier wieder irgendwie das Schloss drauf machen, dass man nicht merkt, dass wir hier waren, Holmes? Wäre das nicht clever? Okay, dann nicht.